So, moin. Chronologisch befinden wir uns jetzt gerade einfach ein paar Sekunden später zu dem anderen Video, zu der Redefine EP. Genau, hier haben wir das erste Album, All Hollow, All Home, Heartsick. Auf Vinyl, das Ganze. Das Album habe ich nämlich schon auf CD hier in meinem Schrank stehen. Ich mag das Album sehr gerne. Und deswegen dachte ich mir, dass es dann Anniversary Vinyl gibt und dass da noch was da ist, dass ich dachte mir, ja, ich nehme die mit, deswegen habe ich mir auch diese CD hier bestellt, weil das ich dann zusammengestellt habe und das dann eben versandkostenmäßig besser ausgestattet. Genau. Gucken wir uns einmal die ganzen Kollegen hier an, das ist eine normale Non-Gatefold Vinyl. Ich mag das Cover sieht schon, das Cover sieht cool aus, finde ich, das ist sick. Genau. Ich habe es jetzt genug gedreht und gewendet. Guck uns mal die Seite an. So, natürlich. Warum scharf stellen, wenn man es auch sein lassen könnte, ne? Ja. Ja, dann sehen wir uns gleich in der Platte und gucken uns an, wie der ganze Kollege von innen aussieht. So, und schon sind wir hier. Ich finde das mal ganz geil. So Platten aufzumachen. Also so das erste Mal so aufzumachen, wie der ganze Kollege aussieht. Ich gucke auch von oben hier rein. Das sieht mir nicht aus, als würde das hier wieder nur. Das heißt wieder. Hier ist die Platte. Und ist da noch irgendwie irgendwas anderes drin? Nee. Also kein Inlay, keine Erklärung, kein Text. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber okay. Genau, weil es das lief. Dann gucken wir uns mal jetzt die Platte an. Wie die ganze Platte ja aussieht farblich. Oh ja. Das ist cool. Die Farbe ist, also diese Farbgebung fand ich sehr cool. Das hat mich, ich erinnere mich, das hat mich. Wollte ich haben. Das ist sehr cool. Wie gesagt, wenn ihr All Hollow, All Home nicht kennt, auf jeden Fall mal abchecken, mal reinhören, wenn das für Musik liegt. Ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr empfehlen kann. Genau, dann sehen wir uns beim nächsten Unboxing und dann bis dann.